Willkommen bei Daniel Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video am Bodyweight Day mit dem Moving Monkey Leon Steger. Leon, erzähl mal kurz, was du so machst und wer du so bist. Ja, danke Achim für die Möglichkeit für das Interview hier. Ich bin der besagte Moving Monkey. Ich mache ganz viel in Richtung Mobility, bin angehender Physiotherapeut und demnach setze ich mich sehr viel mit dem Thema auseinander Gesunderhaltung und Bewegung. Also wir sehen ja hier ganz, ganz viele verschiedene Sportarten vertreten in mannigfaltiger Ausführung, natürlich Bodyweight. Und ich fokussiere mich so ein bisschen darauf, die Vorbereitung für das Ganze zu machen. Also wirklich deine Gelenke, deine Muskulatur, deine Sehnen, Bänder und so weiter, deine Strukturen einfach vorzubereiten auf die bevorstehenden Belastungen eben durch Mobility. Diejenigen, die nicht wissen, was Mobility ist, hohes Bewegungsausmaß plus Kraft und Koordination. Was das heißt, wir werden gleich ein paar Beispiele geben. Und letztlich ist das so das Allerwichtigste, das Fundament für alles, um maximale Kraft generieren zu können. Ja, cool. Vielen Dank. Das klingt sehr interessant. Ich verfolge dich ja schon ein bisschen länger und ich habe mir gedacht, hier für diesen Kanal könnte interessant sein, die Frage. Die Zuschauer hier betreiben ja Calisthenics, hauptsächlich ich auch. Und wie wir ja wissen, gibt es im Calisthenics so einige Moves, die gehen schon an die Grenzen von der körperlichen Belastung teilweise. Also zum Beispiel jetzt nenne ich mal den Planche oder Hefesto, wo wir extrem in einer Streckung drinnen sind unter einer hohen Belastung, oder zum Beispiel der Hefesto eben, wie gesagt, oder zum Beispiel auch der One-Arm Front Lever, wo wir einfach in der Schulter drinnen hängen mit einem Arm und solche Sachen. Was sagst du jetzt dazu? Ich persönlich mache auch teilweise so ein Zeug oder teilweise auch auf dem Handrücken Sachen und so. Und jetzt würden manche Leute sagen, es ist sehr extrem, pass auf dich auf. Ich persönlich mache so ein Zeug auch und habe eigentlich kein so schlechtes Gefühl dabei, wenn ich immer einen Ausgleich mache. Mach das relativ nach Gefühl. Was würdest du jetzt Leuten raten, die so ein Zeug machen? Was würdest du sagen, ist das gefährlich erstens? Ist Calisthenics in dem Ausmaß gefährlich? Und was würdest du den Leuten empfehlen? Das finde ich ist eine coole Frage. Ich finde super, dass du das so angehst, weil die meisten stellen sich eben nicht die Frage, was könnte potenziell gefährlich sein? Das heißt, erstmal eine Sensibilität überhaupt dafür zu schaffen, wie schwer diese Bewegungen wirklich sind. Weil ein Hefesto oder sonst was, ist nicht einfach nur ein Hefesto. Es ist eine ganze Reihe von Übungen, wie du da erstmal hinkommst, die Progression, die du dazu meistern musst. Und was, ich sag mal, eine Schwierigkeit, die ich häufig sehe, ist, dass junge Leute anfangen, und da meine ich jetzt 14, 15, 16, die sehen euch den krassen Scheiß machen, denken, ja, ihr seid ja auch relativ jung noch, und machen es dann nach, versuchen es, ohne wirklich diese Progression zu haben. Ohne die fundamentale Kraft aufgebaut zu haben, ohne die fundamentale Mobility zu haben. Bedeutet, dass viele Leute in dieser Innenrotation einfach übelst eingeschränkt sind, können nicht mal richtig sich mehr oder weniger am Rücken kratzen, kommen in der Überkopfposition vielleicht bis hier, nicht bis hier hinten, und haben eine ganz schlechte Rotationsfähigkeit in der Brustwirbelsäule. Einfach dadurch, wir müssen unseren Alltag auch immer bedenken, auch wenn wir Sportler sind. Was machen wir am häufigsten, welcher Reiz ist am größten? Der unseres Alltags. Selbst wenn wir wie du 100 Stunden trainieren am Tag, ist das so eine Sache. Unser Alltag ist immer noch der größere Reiz. Dementsprechend zu gucken, wenn wir viel sitzen, und das haben junge Leute in der Schule, sei es in der Uni oder eben, wenn ihr schon arbeiten geht, häufig im Büro. Einseitige, repetitive Bewegungen, wenn wir da nicht trainieren, regelmäßig mal rauszukommen in einer kontrollierten Art und Weise, dann ist alles, was über diese Alltagsbewegung hinausgeht, die Verletzung, die potenziell passieren kann. Um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, sorg dafür, dass du regelmäßig neue Bewegungen einbaust, Sachen wie Mobility-Übungen, und dich echt Stück für Stück an die Sachen ranarbeitest. Ganz viele Leute machen den Muscle-Up, können nicht mal 10 Klimmzüge. Ganz viele Leute machen vielleicht 10 Klimmzüge, aber sind ab dem 4., 5. schon hier oben mit den Schultern. Nur weil du deine Muskeln brennen spürst, nur weil du schwitzt, nur weil du danach einen Muskelkater hast, heißt das nicht, dass du ein vernünftiges Training hast oder stark genug bist, bestimmte Bewegungen zu machen. So, und das ist einfach, warum ich Mobility immer wieder propagiere. Nicht nur, weil es bestimmte Übungen sind, die gut für deine Bänder sind, deine Gelenke und so weiter. Und tschüss. Oder eben für die Haltfestigkeit von Plakaten. Sollte auch mal ein bisschen mehr Mobility machen. Sondern eben auch dich mental darauf vorbereitet. Mental, einen Muskelkopf. Muskelkopf oder Muskelsehen oder sonst was. Ja, einfach diese Muscle-Mind-Connection, die man häufig anspricht, das aufbaut in einer sehr kontrollierten Art und Weise. Und ich habe jetzt einige Leute hier schon durchgetestet und so weiter und habe gesehen, dass wenn wir so ein paar Mobility-Sachen, die in Richtung Ansteuerung gehen, machen, sehr isoliert,
dass einfach eine ganz große Schwierigkeit drin steht. Das ist einfach was anderes, wenn du mal versuchst, dein Eingelenk über ein hohes Bewegungsausmaß zu bewegen, wie jetzt hier mit diesem Schulterkreis, ohne eine weitere Bewegung zu machen in der Brustwirbelsäule, in der Halswirbelsäule oder sonst welche Faxen. Und das ganz langsam. Das heißt, um da wirklich sicher zu sein, einerseits Progression zu haben, das aufzubauen, Mobility zu machen, aber auch die Reizvariation in verschiedenen Bewegungsebenen zu haben. Wenn du es ganz kurz zusammenfasst, wir haben Frontalebene, wir haben die Sagittalebene und wir haben die Transversalebene. Und darin auch zu gucken, ob dein Training diese Dinge abdeckt. Weil was machen die meisten? Die pushen irgendwie horizontale und die pullen in der vertikalen. Aber was häufig fehlt, ist mal ein horizontaler Zug. Auch das, Gesunderhaltung und so weiter, du hast viel mehr Aktivität, dass du richtig schön in den Latissimus, in die Rhombus, in die Rotatoren reinarbeiten kannst, um dann auch stärker im vertikalen Zug zu werden. Ja, danke dir. Das heißt, du würdest auf jeden Fall allen empfehlen, in alle Richtungen sich zu bewegen. Es ist eine klassische Sache, ich kenne das selbst. Wir trainieren zum Beispiel jetzt auf einen Wettkampf und dort haben wir Dips und Pull-Ups mit Zusatzgewicht oder nur so auf Rekord. Ich merke das selber, es ist oft ein Problem, nur sich in einer Ebene zu bewegen. Ja. Aber du würdest auf jeden Fall empfehlen, sich in viele Ebenen zu bewegen. Definitiv. Also du hattest eben nochmal so speziell gefragt, gibt es paar Bewegungen, die schlecht sind oder sonst was. Beispielsweise Push-Ups auf den Handgelenken, auf dem Handrücken. Nein, mache ich auch. Ja, ich gehe in Spagat und mache da crazy Dinge draus. Ist nicht schädlich, solange du dein Trainingslevel und die Intensität beachtest. Also Intensität ist Stichwort Nummer 1. Bedeutet, wenn du Anfänger bist, ist deine Resilienz gegenüber der Intensität nicht so hoch. Also Stück für Stück, Stück für Stück. Und da finde ich es manchmal so ein bisschen auch die mentale Einstellung, es kann nicht schnell genug gehen, einen Handstand zu können und so weiter. Deswegen finde ich halt deine Sachen super, weil du Stück für Stück das Ganze aufbaust und dezidierst. Besprechen wir in unseren Workshops auch mit Monique zusammen. So, und das ist die Sache, keine Bewegung ist falsch, beachte die Intensität und letztlich ist es dann regelmäßiges Training. Okay, cool. Ja, also danke, ich würde es auch selber jetzt behaupten aus Erfahrung, es geht einiges, wenn man es richtig angeht. Eine Sache, die ich dich fragen wollte, hättest du einen Tipp für jetzt alle Zuseher hier? Ich habe selber letztens auch zum Beispiel ein Video zu dem Thema gemacht, Handgelenkschmerzen. Klassiker im Calisthenics, Handgelenk, Ellbogen, Schulter. Hättest du da was, wo du sagen würdest, diese Übungen oder diese Herangehensweise würde ich allen empfehlen, die hier Probleme haben? Ja. Es gibt eine Übung, die optimal für die Schulter ist. Ich nenne sie den Schwimmer. Und für Handgelenke und Ellenbogen, alle Sachen, die in Richtung Stütz gehen und ich sag mal aus dem Vierfüßlerstand heraus viele Kreise zu machen und so weiter. Das ist letztlich so, ich sag mal so zwei Basic Dinge, die man angehen kann. Wir werden jetzt gleich den Schwimmer mal überblenden. Ich werde jetzt gleich mal so ein bisschen beschreiben, worauf es ankommt. Ihr haltet erstmal die Hände hinten auf dem Rücken und Hand über Hand. Dann versucht ihr die Hände abzuheben. Das heißt, ihr habt wirklich diese Innenrotationsstellung. Hebt die Arme ab, ohne sie auszustrecken. Alleine das, diese Extension in der Schulter, ist schon schwierig für die meisten zu halten, überhaupt da wegzukommen vom Körper. Ihr liegt auf dem Boden natürlich, damit ihr in der Brustwirbelsäule keine weiteren Bewegungen macht. Streckt euch mit dem Unterarm aus, dann dreht ihr Handflächen auf und kommt im gestreckten Arm über den Kopf. Von dort haltet ihr immer noch gegen die Schwerkraft. Ihr berührt den Boden nicht. Dreht dann Hand zum Kopf, also kommt mit dem Unterarm wieder rein und legt kurz ab. Dann wieder Ellenbogen vom Boden lösen, Schulterblätter hinten zusammenziehen, Arm ausstrecken, Innenrotation mit dem Daumen, bedeutet Daumen geht nach innen außen. Kommt mit langem Arm wieder zurück und versucht dann richtig über den Arsch zu kommen. Ihr seht das jetzt gerade im Video. Über den Arsch wirklich hoch das Ganze zu ziehen. Dann kommt der Unterarm rein, ihr legt noch nicht ab. Halten, 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 mindestens 3 bis 6 Sekunden. Locker lassen. Eine Wiederholung. Die meisten sind nach einer Wiederholung schon komplett am Arsch. So. Ich versuche den Leuten zu sagen, pass auf. Ihr wollt Reps, Reps, Reps machen. Wie im Training. Ja, und damit meine ich nicht die Reps vom Mexikaner, sondern Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Repetition is the mother of skill. So habt ihr den Muscle-Up gelernt für diejenigen, die Muscle-Ups können. So lernt ihr Front-Lever, Back-Lever, was auch immer. Alleine Klimmzüge und so weiter. Die Sache ist, dass das genauso auf Mobility zu übertragen ist. Mobility ist, um es ganz einfach zu machen, Kraft nur in die andere Richtung.
Wir haben aktive Verkürzung, Mobility ist aktive Verlängerung. Aktiv. Wir wollen nicht dehnen, vollkommen sinnlos, beeinflusst nicht euer Nervensystem, dauert viel zu lange für die Adaption und dementsprechend das Stück für Stück wieder aufzubauen mit vielen Wiederholungen. Ja gut, vielen Dank dir. Eine Sache noch zu dem ganzen Thema Schmerzen, Probleme durch Calisthenics. Eine Sache, die ich im Training zum Beispiel häufig merke, ist es, dass ich, wenn ich eine einseitige Belastung habe, angenommen, ich halte jetzt ewig lang einen Frontlever, habe ich hier vorne zu hohe Spannung. Ich merke selber bei mir, ich stehe gerne so da, wenn ich jetzt nicht darauf achte. Ich merke einfach, ich habe hier teilweise zu hohe Spannung und ich muss ausgleichen. Und ich spüre, es tut mir sehr gut. Angenommen, ich bin jetzt immer unter sehr starken Belastung, wenn ich zum Beispiel einfach mal eine Brücke mache, wo ich den Bauch aufdehne. Anderes Beispiel, ich mache immer Kniebeugen, das sehen wir jetzt hier nicht, aber ich mache jetzt immer Pistol Squats, sagen wir. Habe hier vorne, teilweise, ich kenne Athleten, die zum Beispiel Weighted Squats, teilweise für die Weighted Competitions trainieren, hier vorne und hinten nie was und führt zu Problemen. Und ich merke subjektiv jetzt, wenn ich im Training schaue, dass ich eine Gegenbewegung mache, dass mir viel besser geht. Jetzt würde mich interessieren, kann man oder weißt du, ob man das erklären kann, sage ich jetzt mal wissenschaftlich erklären kann, warum das so ist und ob du so ein allgemeines Prinzip jemanden empfehlen könntest, der allgemein solche Probleme hat. Also Klassiker ist zum Beispiel auch Bizeps, Trizeps oder Flexoren, Extensoren. Dass du, um die Frage nochmal ein bisschen zu spezifizieren, dass du dann Schmerzen auf einer Seite hast oder Kraftdefizite hast, warum das zustande kommt? Genau. Ich sag mal, auch wieder so ein bisschen auf den Alltagsbezug oder das, was wir früher gemacht haben, was ich anfangs nicht erwähnt habe. Ich kann zwar einen Spagat und so weiter und einen Handschein und dies, das und sonst was, ich komme aber nicht vom Turnen. Also ich habe mir das alles durch die richtigen Methoden angeeignet. Ich habe 15 Jahre Fußball gespielt. Also die Leute, die sich nur hier jetzt gerade runterbücken und das war es mit der Beweglichkeit so ungefähr. Mit dem Toe-Touch zum Beispiel. Das heißt, häufig haben wir einfach Sachen, die wir gerne über eine Seite machen. Ja, weil wir einfach so wired sind vom Nervensystem. Wenn wir wollen, über eine Seite arbeiten wir, seitdem wir klein sind, machen wir eher was mit einer Hand oder eher über eine Seite, weil es so unsere Lieblingsseite ist. Und der Körper denkt sich halt, naja, ich will effizient sein, ich will effizient arbeiten, Bewegungsökonomie entwickeln. Und das geht am besten, wenn er sich stärkt, indem er schon stark ist. Und das halt rauszukriegen im Training, ein bisschen genauer anzuschauen und zu sehen, Sekunde, ich muss da und dagegen arbeiten, das ist eine Sache, das bedarf einem hohen Bewegungsverständnis, einem hohen Körperverständnis. Und das ist das, was häufig viele Leute nicht mitbringen. Sie dadurch einfach trainieren, weil sie sagen, Kniebeugen, habe ich gehört, ist eine gute Übung, alles klar. Können aber vielleicht nicht optimal in die Kniebeuge von der Mobi her, wissen nicht, dass sie eine ausreichende Außenrotation brauchen. Vielleicht ist der Gluteus zu schwach, weil du die ganze Zeit drauf sitzt. Ja? Dementsprechend Stichwort Gluteusamnesie, könnt ihr gerne mal googeln. Das heißt, das ist natürlich ein multifaktorielles Ding, wie es immer ist mit dem Körper. Aber gerade der Aspekt von, du setzt dich erstmal nicht hundertprozentig mit der Materie so extrem auseinander, trainierst in diese Stellen rein, die sowieso schon ein bisschen eine Diskrepanz haben, eine Disbalance haben und dadurch verstärkt sich das Muster eben. Und dann ist es einfach wichtig, an irgendeinem Punkt zu sagen, ey, ich höre auf, ich beschäftige mich jetzt mal damit, wie kann ich das ganzheitlich trainieren? Und dafür steht für mich Mobilität auch, ganzheitliches Training, um dann eben nicht erst den Punkt zu haben, dieses Verständnis zu haben, wenn der Schmerz da ist. Ja gut, vielen Dank dir. Also ich würde das auch sagen, dass es sehr wichtig ist. Ich glaube, wir könnten hier jetzt ewig lang über das Thema reden, aber dass es allgemein wichtig ist, einfach sich zu beschäftigen. Wenn ein Problem da ist, mal wirklich nachschauen, was kann ich machen, was gibt es für Möglichkeiten, wie funktioniert mein Körper, einfach nur allgemein. Aber das würde ich sagen, ist wirklich auch eine sehr wichtige Sache. Ja, aber auch vorher, ne? Also gerade das Ding, nicht nur wenn du schon etwas hast, sondern hol dir einen Coach an die Seite, der dich analysiert. Gib mal 150, 200 Euro dafür aus, dich komplett analysieren zu lassen. Super wichtig, wenn du den Sport lange ausführst. Wir haben eben so ein bisschen darüber geredet. Wie kann man das Ganze im Alter noch machen? Disbalancen dürfen nicht da sein, dürfen nicht zu groß sein. Es sind immer irgendwie Disbalancen da, so sind wir Menschen halt. Wir machen nicht alles perfekt. Aber such den Coach, der dich analysiert und dann Disbalancen in der Kraft und Disbalancen in der Mobilität auszugleichen. Ja gut, vielen Dank, du hast es gerade schon angesprochen. Es ist eine Frage, die ich noch stellen wollte. Sagen wir, ich bin jetzt jemand, ich trainiere gerne Planche, ich trainiere gerne meine Hephaestus, ich mache gerne mein Frontlever-Training oder sonstiges Zeug, Frontlever-Pull-Ups, also einfach Sachen, die schon auf die Strukturen gehen, will aber trotzdem nicht nur krassen Scheiß machen, der gerade jetzt cool ist, sondern ich will auch noch mit in 30 Jahren
fit sein, ich will in 30 Jahren schmerzfrei sein, ich will in 30 Jahren stark sein. Was würdest du jedem empfehlen, der sagt, ich will ja schon in Calisthenics nicht nur bei Pull-Ups und Dips aufhören, sondern auf ein höheres Level kommen, aber trotzdem will ich natürlich auch in 30 Jahren fit sein. Was würdest du demjenigen empfehlen, der das sagt und trotzdem aber nicht auf diese Übungen verzichten will? Ja, guter Punkt. Baut letztlich auf dem auf, was ich eben gesagt habe. Richtige Progression, sein eigenes Trainingslevel kennen und können. Und da ist der allerwichtigste Punkt, get your fucking ego out of the door. Das Ego ist fast zu 90% immer das, was zu Verletzungen führt. Hey, der hat einen Skill, der kann jetzt Muscle-Up. Scheiße, ich muss den jetzt auch können. Trainiert heimlich in seinem stillen Kämmerchen, macht 10-mal Chicken Wing. So, und dann kann er ihn einmal vernünftig, zeigt er seinem Kumpel, geil, trainiert weiter. Aber vorher Strukturen vielleicht schon angerissen, verletzt und so weiter. Also Ego ist absolut fehl am Platz, was Training angeht. Vor allem, wenn du langfristig, wenn du erstens stark werden willst, ja, wie Achim, oder wenn du mobil werden willst, wie ich. Und die Sache dabei einfach zu realisieren, den Körper zu respektieren, weil das ist so die Sache, die meisten benutzen den Körper, aber geben nie etwas zurück. Und das ist einfach so die Sache von sich damit beschäftigen, auseinandersetzen. Und für mich ist Mobility auch wieder dieses, was dem Körper zurückgeben, was man ihm so ein bisschen angetan hat. Ja, ein bisschen sollte er aushalten, Belastung zu erhöhen, aber gib ihm die Liebe zurück, die er dir gegeben hat. Weißt du, so ein bisschen auf diese Art und Weise, um noch ein paar Frauen abzugreifen, jetzt um das Thema verständlich zu machen. Genau. Ja gut, vielen Dank dir. Ich sehe hier, die Zeit ist schon recht knapp. Ich hoffe, die Kamera bricht nicht ab. Wir werden hier noch eine extra Frage dann haben. Und wir werden jetzt aber mal das Video hier beenden, an einem Teil. Ich sage danke dir. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Ich werde es auch in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, danke fürs Video. Sehr gerne, Achim. Vielen Dank dir. So, wir haben jetzt gerade das Interview hier fertig gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das in ein extra Video reingeben werde, diese Frage. Oder vielleicht seht ihr es gerade zum Ende des Videos. Wie auch immer, weiß ich noch nicht, wie es zusammenschneiden wird. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Auf jeden Fall, eine Frage. Neckhold und Chinhold, kennst du? Ja. Als Physiotherapeut, angehender Physiotherapeut und ich sage jetzt mal Experte für solche Geschichten, was hältst du von diesen Übungen? Jetzt mal, ohne dass ich irgendwas sonst noch sage. An sich krass. Punkt Nummer 1, ja, Respekt. Da schon mal dafür. Die andere Sache ist, es ist wieder die Belastung und Belastbarkeit deiner Strukturen. Also Belastung und Belastbarkeit. Punkt Nummer 1. Wie ist deine Belastung sonst? Punkt Nummer 2, wie belastbar ist das Gewebe? So. Und die Sache ist, du kannst den Neckhold ja, zwar in Progression trainieren, aber manchmal ist es halt einfach ein bisschen durch den Schmerz zu gehen. Es gibt auch solche Geschichten wie Telefonbücher zerreißen und so weiter. Frank Delpenthal, den hast du auch kurz kennengelernt auf der FIBO. Super starker Mann, was das angeht. Und er sagt halt, du musst halt durch diesen Schmerz durch manchmal, solche Dinge zu machen, richtige Kraftakte zu leisten. Da ist aber eine Sache, Schmerzqualität, also zu wissen, was ist das für ein Schmerz? Ist das ein pathologischer Schmerz, bei dem du merkst, scheiße, da geht jetzt gerade etwas kaputt. Oder es ist etwas kaputt gegangen, wie bei einer Zerrung. Es poppt und du merkst so, okay, das, was jetzt da brennt, das ist nicht gut. Die andere Sache ist, zu differenzieren, dann auch einen Dehnreiz zu erfahren, ist anders als ein Schmerzreiz. Genauso auch solche Geschichten. Klar, das tut weh, das ist ja nicht angenehm. So, auch wenn ich es bisher nicht gemacht habe. Ja, es geht eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Es geht echt. Also, du liebst halt den Neck, Neckhold gar kein Problem. Chinhold teilweise eher das Problem, die Haut. Ich würde aber sagen, die Strukturen selbst tun echt nicht weh. Also es ist nicht so, dass ich mir jetzt denke, oh Kacke, jetzt muss ich den machen. Neckhold vor allem super easy irgendwann mal, weil die Haut hinten gewöhnt ist. Ja. Chinhold auch, geht mit der Zeit echt. Ja. Wollte ich nur dazu sagen. Ja, genau, guter Punkt. Man muss einfach mal durch den Schmerz gehen, um sich daran ein bisschen anzupassen. Auch das ist alles eine Frage der Anpassung. Set Principle, Specific Adaptation und Imposed Demand. Den Reiz, den du gibst, daran passt du dich an. Wenn du immer einen Schmerzreiz hast, einen pathologischen Schmerzreiz, das ist genauso wie, ich habe mir Schulterimpingement, ich provoziere das immer, ich reibe da mal drauf, drück da mal rein, es tut immer weh, du wirst besser in dem Schmerz. Wollen wir nicht. Ja? Aber solche Sachen wie Dehnreiz zum Beispiel, viele können den Dehnreiz überhaupt nicht aushalten, deswegen werden sie nie beweglicher, weil sie einfach nie verstanden haben, dass das ein gewisser Schmerz ist, den sie ein bisschen aushalten müssen. Das heißt deswegen auch wieder Mobility, Stück für Stück den Körper kennenlernen, was kann er, wie fühlt sich das an und dann kannst du immer besser werden in allem.
Das heißt, zusammenfassend könnte man sagen, du würdest sagen, als Physiotherapeut jetzt, es gehen solche Übungen und man muss aber aufpassen und muss sich einfach anarbeiten und dann ist es möglich. Genau, und es dauert länger, als du denkst. Danke dir. Das war's mit dem Video. Schaut auf jeden Fall, wie gesagt, beim Leon vorbei. Ich werde ihn überall verlinken in der Videobeschreibung. Genau. Und esst Bananen. Genau. Danke fürs Zusehen. Ciao. Ciao.